wünsche. Ich wünsche. Hat sie's gesagt? Halt die Klappe! Hexen, Zauberer, Kobolde. Wir haben alles, was fantasiebegabte Gemüter sich vor Weihnachten wünschen. Guten Abend bei Trela. Die Reise ins Labyrinth führt jung und alt in die Welt der Märchen und Mythen. Das Mädchen Sarah, gespielt von Jennifer Connelly, lebt in einer Fantasiewelt, die sie sich selbst geschaffen hat. Als sie es eines Tages satt hat, immer auf ihren kleinen Bruder aufzupassen, wünscht sie ihn einfach weg. Damit beginnt für Sarah eine abenteuerliche Suche. Jareth, der König der Kobolde, gespielt von Popstar David Bowie, gibt ihr 13 Stunden Zeit, zu ihm zu finden. Findet sie ihn nicht, wird auch ihr Bruder zum Kobold. Sarahs Gefährte auf dieser Reise ist Hoggle, ein gutmütiger, aber äußerst reizbarer Gnom. Er erklärt sich bereit, sie durch den Irrgarten voller fantastischer Wesen zu führen. All die Gnome und Ungeheuer sind Kreationen des wohl bekanntesten aller Puppenspieler, nämlich von Jim Henson. Ein riesiger Stab an Tricktechnikern arbeitete volle 2 Jahre lang, Hensons Kreaturen zum Leben zu erwecken und ihnen menschliche Mimik und Gebärden beizubringen. Das Ergebnis ist einfach verblüffend. Passt auf! Bald ist es zu spät. Ach, beachte sie einfach!